Es war 2013, ich war das erste Mal dabei. Ohne nennenswerten Hype, doch mein Talent hat wohl gereicht. Mir ging es dreckig in der Zeit, doch gab nen Fick, weil's mir egal ist. Und ich dachte mir, dann mach mal lieber witzig und sympathisch. Alles Show, mein ganzes Image war am Ende fake. Doch es gab in diesem Jahr drei Favoriten, SpongeBob Skin und Cash Stay. Auf einmal kam Erwartungsdruck, auf einmal kam Leistungsdrang. Auf einen Jungen, der sich ein Video nicht mal leisten kann. Ich war gerade 19 Jahre alt und flog von der Schule und dabei mir das erste Mal eine Wohnung zu suchen. Ich hatte nichts außer mein Kindergeld, um monatlich zu leben. Mein Zuhause waren damals nur die Sofas von Kollegen. Hatte Schulden bis zum geht nicht mehr und plötzlich sollte ich Battle-Runden kicken. Doch hatte nicht mal die Technik, um zu mischen, denn die Kölner wollten wegen Julien nichts mit mir machen. Ich schwöre, meine Runden sind mit Outer City entstanden. Ich hatte nicht einmal einen echten Job. Parallel zur Gio-Runde startete ich dann ein FSJ. 400 Euro für Miete und Essen. Ich werde das niemals vergessen, doch wenn man so abgebrannt ist, glaubt man an viele Versprechen. Und ich will auch keinen Namen nennen, doch ein selbsternannter Manager wollte auf einmal mit mir arbeiten. Und was er anbot, hat mich angesprochen. Also hab ich Lucky Studio wie eine Bitch auf einmal abgeschossen. Es tut mir heute leid, doch jeder in der Szene wird bestätigen, dass JBB verkleinert jeden Freundeskreis. Egal, auf einmal lief es, Mucke wurde zu nem Job. Ich hab im Rap-Sparring die Leistung jede Runde neu getoppt. Alles hat auf einmal funktioniert und im Sparring hat als einziges Turnier meine Leistung nicht stagniert. Ich hab zwar nicht gewonnen, aber kam da raus mit nem Hype, der seinesgleichen sucht. Und ich saß bei TV Straßensound, saß bei Steiger, spielte Festivals, drehte ein HDF. Es sah so aus, als wird mein Jahr perfekt. Also wollte ich's nochmal wissen, machte mit beim JBB. Doch mein krasser Manager hat eine neue Chance gesehen. Und dass er annimmt, würde jeder Bruder auch verstehen. Leider konnte er deswegen meine Runden nicht mehr drehen. Aber statt mich anzurufen und die Karten auf den Tisch zu legen, wollte dieser Wichser eine Woche nicht mehr mit mir reden. Wir hatten die Runde gegen TJ schon im Kasten. Plötzlich brauch ich wen, um mir ein neues Video zu machen. Das mit zwei Tagen Zeit. Junge, scheiß auf den Hype. Ich stand davor aufzugeben, es hat einfach gereicht. Aber Julien hat viel für mich getan. Und bevor ich ihn so ficke, bin ich lieber ohne Video am Start. Ich glaub das selber nicht, als ich die Runde gewann. Dann fing mein Studiomann plötzlich ein Studiomann. Ich hatte ein Jahr gegen Gio geschossen. Plötzlich stand ich ohne Studio und Kohle für die Videokosten. Gegen nen Jungen, der gekränkt in seiner Ehre ist und 100%ig gegen mich die fucking Runde seines Lebens kickt. Mir war klar, dass es nichts wird, es hat verdammt weh. Doch nach meinen Ansagen musste ich meinen Mann stehen. Stand ohne alles 2014 da, als in Köln ein Rapper mit vor war und ich den Scheiß gewann mit ein paar Freestyle-Bars. Für RAN braucht man kein Team, um Videos zu machen. Und ich dachte mir, da muss ich mich auf niemanden verlassen. Da brauch ich kein Studio und da brauch ich keinen Manager. Also wollte ich als Debüt ein Battle mit dem Besten. Da hab wochenlang mein Kopf gefickt, um gegensinnig festzustellen. Es geht nicht um Technik, sondern darum, dass jede Pointe sitzt. Doch ich hatte mir nen Namen gemacht und schrieb fürs nächste Battle um die 50 Bars. Jede Nacht steh vorm Spiegel und ich spit so präzise, bis es sitzt. Ich war sicher, dieser Pisek wird gefickt. Parallel hab ich mich ausgesprochen mit Maurice, ob's auch mal geht, der war nicht nachtragend. Und ich startete ins JMC. Als Dreizeiler kam, war der Hype wieder da. Und ich dachte echt, mir passiert so ein Scheiß nicht nochmal. Doch Maurice hatte keine Zeit für Runde 2. Es war nicht seine Schuld, es hat einfach nicht gereicht. Also reichte ich was ein, was viele feiern. Keine Glanzleistung, doch brachte mich einfach sicher weiter. Parallel schrieb ich fürs BMC, war's in jeder Nacht. Doch auf einmal sagt mein Gegner ein paar Tage vorher ab. So kurz vom Battle, all die Stunden waren umsonst. Außerdem hatte ich für die nächste Runde keinen Song. Hab die falsche Strategie gewählt mit 24-7. Meine Niederlage wieder kam, viele harte Krisen. Aber ich war heiß auf Battle, leider sollte es einfach nicht so sein. Hab hinter den Kulissen Stress und wieder mal die Frist verpeilt. Ich will auch nicht die Schuld auf andere schieben. Doch genauso wenig will ich mich für andere verbiegen. Und wenn ihr wollt, dass ich dabei bin, dann verbreitet diesen Check. Teilt ihn im Netz, ich bin bereit für ein Comeback. Und wenn es nicht klappt, schaff ich's mit Mucke darauf. Ob ich drin bin oder nicht, das hier musste mal raus. Ich brauch nicht mehr zu blenden für nen Hype. Für mein Video keine Bitches mehr mit Doppel-D. Du willst mich battlen, doch verschwende seine Zeit. Denn ich bin die Nummer 1 hier im JBB. Und ich will nichts gegen Schwächere sagen. Doch in den letzten Turnieren hab ich mich selber geschlagen. Und ich weiß, jeder wartet drauf. Und ich schwör bei meiner Mutter, für die Quali hab ich nicht mal einen Tag gebraucht. Was für ich hab das nicht nötig, jetzt wird mitgebattelt. Denn ich bin hier schon ein alter Hase, so wie Mr. Rabbit. Mann, es hat mir nie an Talent gefehlt, denn ich hab immer geliefert und entertained. Aber niemals so fremd geschehen wie bei manchen eurer Videos. Ey, auch scheinbar hat hier keiner Bock. Ich guck Psychos Quali an und denk mir, 16 Teilnehmer reichen doch. Und das spiegelt sich in manchen Kommentaren. Ey, yo, Julien, da hättest du lieber.
Ratgeber gar nichts hochgeladen. Und ich verschwende an die Wichser keine Strophe. Hab gebärdelt, aber David, nein, noch nicht einmal geboren. Jeder Vogel verkackt neben meinem Flow. Motherfucker, ich spit dein Part und Battle Rapper sind tot. So wie Lasker, jetzt ist Cash ist da. Check den Part, wieder da, weil er wieder bei der Beste war. Wieder Endgegner, Battlestar wie Galactica, aber Techniker ein Ficker. Meine Next Manager in der City unterwegs sind 16 Bars. Gib Jackie nach und ich bring deinen Arsch und reinige Rap wieder Mackeeper. 2.0, denn ich halte mein Level wie ein Tempomat. Cash ist der King, ich bin so way above. Ich hab Labelverträge im Spam-Out nah. Aber das hier ist nicht mehr dein Level, du Punk, denn ich komm und versetze die Battles in Eis und in Schrecken. Verdammt, meine Gegner, sie machen den linken Backtagger und fängen im Schrank. Denk gar nicht dran, mich zu wirbeln, ist sinnlos wie in der U-Bahn Busfahrkarte zeigen. Oder geruchsneutrale Seifen, Digga, wie muss ich was beweisen? Ich denke das gleiche wie damals, dein Vater bei Mike, deine Mutter zu besteigen. Mann, eine Runde sollte reichen. Ich brauch nicht mehr zu blenden für nen Hai. Für mein Video keine Bitches mehr mit Doppel-D. Du willst mich werden, noch verschwendest deine Zeit. Ich bin die Nummer 1 hier im JBB. Und ich will nichts gegen Schwächere sagen. Doch in den letzten Turnieren hab ich mich selber geschlagen. Und ich weiß, jeder wartet drauf. Und ich schwör bei meiner Mutter, für die Quali hab ich nicht mal einen Tag gebraucht. Ich brauch nicht mehr zu blenden.